Moin Moin, ihr Schnittchen, und herzlich willkommen zum nächsten Coaster Spotlight. Ich habe mir gedacht, wir reden mal über Fly im Phantasialand, die letzte neue Achterbahn, die in Brühl gebaut wurde. Es ist ein Vekoma Flying Coaster, aber nicht nur irgendeiner, sondern ein ganz besonderer. Es ist nämlich der erste Flying Launch Coaster der Welt. Es ist der längste Flying Coaster der Welt. Und es ist der erste New Generation Flying Coaster der Firma Vekoma. Die Bahn wurde am 17.09.2020 eröffnet, ist 1236 Meter lang, 78 km/h schnell, hat wie gesagt einen LSM-Abschuss, beziehungsweise nicht nur einen, sondern zwei, also es ist auch der erste Flying Multi-Launch Coaster der Welt, steht im Themenbereich Rockburg, der so eine Mischung ist aus Steampunk und industrielles England der 20er, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ein äußerst geiler Themenbereich, der durch einen kleinen Tunnel betreten wird, der super viele geile Deko-Elemente hat, der über die Zeit auch Deko-Elemente dazu bekommen hat. Und als einzige Attraktion steht hier, wie gesagt, Fly. Fly beginnt quasi schon in der Warteschlange. Da geht ihr nämlich einmal um den gesamten Bereich so rum. Also die Warteschlange ist wirklich sehr, sehr lang. Ihr kriegt aber super viele Blickwinkel auf die Bahn. Die ist mal über euch, mal unter euch, mal hinter euch, mal vor euch, ne, überall. Die Warteschlange schlängelt sich quasi einmal so komplett wirklich durch. Und dann geht ihr runter in den Keller, unter die Erde. Da ist dann quasi so eine Art Pre-Show-Room. Im Kreis werden auf Projektionen die Sicherheitshinweise erklärt. Dann bekommt ihr ein Armband, je nachdem für welche Warteschlange ihr, oder im Grunde sollte es sein, je nachdem in welcher Warteschlange ihr steht, also erste Reihe, die restlichen Reihen oder Single Rider, da gibt es theoretisch verschiedene Farben für. Dann geht ihr an den Spind, schließt da euer Zeug ein. Dann geht's an die Security-Scanner, wo nochmal geguckt wird, ob ihr irgendwas in den Taschen habt. Denn das sollte euch gesagt sein, legt alles in den Spind. Kein Schlüssel, kein Portemonnaie, kein Handy, nichts darf mitgenommen werden. Deswegen gibt es nämlich in diesem Themenbereich keinerlei Netze. Das hätte Rockburg meiner Meinung nach auch komplett zerstört. Und das ist einfach super, super gut, dass alles wirklich komplett frei ist. Sieht super, super gut dadurch aus. Nach den Scannern kommt ihr dann in die Station und da fällt euch wahrscheinlich dann schon auf. Natürlich, das hier ist ein Spoiler-Review, ne? Also erwartet nicht, dass ich hier irgendwas verschweige. Da erwartet euch natürlich die erste Besonderheit, denn der Zug steht seitlich in der Station. Das ist quasi eine lange Reihe an Sitzplätzen. Ihr werdet dann zugeordnet. Natürlich könnt ihr auch fragen, ob ihr irgendwo anders sitzen könnt. Ja, ihr setzt euch dann quasi rein. Wenn alles fertig ist, geht es nach rechts los. Ihr fahrt seitlich einmal 180 Grad um eine Kurve, habt so einen kleinen Dark Ride Part mit so Hologrammen. Dann geht es nach oben. Da ist dann auch nochmal eine Projektion an der Wand. Und dann dreht die Schiene sich von seitlich in der Kurve so. Und ihr sitzt ja quasi an der Seite. Das heißt, ihr sitzt eigentlich so. Und wenn die Schiene sich so drehen würde, wärt ihr ja seitlich. Aber der Trick an der Sache ist, bei den neuen Vekoma Coastern, die können sich drehen. Und genau in diesem Moment, wo die Schiene sich so dreht in der Kurve, dreht ihr euch quasi in Fahrtrichtung und seid dann quasi auf Launch 1. Das ist technisch gesehen unfassbar beeindruckend. Und ich bin die Bahn schon wirklich sehr oft gefahren. Aber es ist technisch einfach immer wieder erstaunlich, wie gut das Ganze funktioniert. Es ist einfach unfassbar geil, wie man auf die Idee kommt, einfach den Zug seitlich zum Einstieg zu machen, was natürlich auch abfertigungstechnisch viel, viel besser ist als jetzt bei den alten Vekoma Flying Dutchman oder bei den B&M Flying Coastern, weil da muss man immer nach hinten klappen oder nach oben klappen oder sonst irgendwas. Das fehlt hier halt in der Station komplett. Das heißt, der Zug kann einfach rausfahren und das Drehen passiert auf der Strecke. Super, super gut, super geil. Dann seid ihr, wie gesagt, in Launch 1, werdet abgeschossen, fahrt eine hohe Kurve durch das Hotel Charles Lindberg, was natürlich auch eine große Besonderheit ist in Rockburg. Super, super geil. Natürlich, wenn ihr da übernachtet, habt ihr auch ganz andere Blickwinkel nochmal auf die Bahn. Und von oben auf Rockburg zu gucken, ist natürlich auch ein echt spektakulärer Anblick. Kann man nicht anders sagen. Auf jeden Fall fahrt ihr dann einmal durchs Hotel, nur in einen Overbank nach links,
fahrt wieder ein Stück runter, dann kommt die erste Inversion über den Dächern Ruckburgs. Da kann ich euch schon mal sagen, seht das nicht als eine Rolle an, wie zum Beispiel bei der Black Mamba. Das heißt, ihr werdet nicht so krass rumgeschleudert und allein durch diese Flugposition ist es gefühlt auf jeden Fall, als würdet ihr im Bett liegen und euch einmal drehen. So, ne? Also macht euch da keine Gedanken, da ist ja ein Looping drin. Das fährt sich überhaupt nicht so schlimm. Auf jeden Fall geht es dann wieder runter, dann kommt ein Airtime-Hügel, was natürlich auch für einen Flying Coaster ziemlich besonders ist. Ich meine, welcher Flying Coaster bietet sonst noch groß Airtime? Eher die wenigsten, würde ich einfach mal behaupten. Dann geht es links runter, hinter den Kohle-Shipper, ein sehr guter Sandwich-Laden. Dann geht es in Kurvenkombination wieder über den Bereich, über den Launch 1. Dann wieder ein Stück runter an der Schokoladenfabrik vorbei, mit einem Nebelschuss, wo ihr durchfahrt. Dann geht es nach rechts in eine kleine Kurvenkombination und dann wird es intensiver, weil dann geht es wieder so ein Stück bergab rechts in den Launch 2. Der ist nochmal unten drunter. Quasi, wenn ihr vor der Schokoladenfabrik steht, steht ihr auf dem Launch 2 und auf der Bremse quasi. Dann, da kommt ihr natürlich auf Höchstgeschwindigkeit, rast einmal ganz nach oben, seid quasi am höchsten Punkt im Hotel, fahrt dann in der Linkskurve runter, einen Overbanked über das Uhrwerk, dann kommt ein Airtime-Hügel, der tatsächlich seitlich ist, das heißt, ihr werdet so schön seitlich nach oben geschmissen, fahrt wieder hinter der Schokoladenfabrik vorbei in eine Helix, dann kommt wieder ein kleiner Airtime-Moment, dann die zweite Rolle, die direkt neben dem Restaurant Uhrwerk quasi ist, eine Linkskurve unterm Charles Lindbergh entlang, rechts ein kleiner Rechtsdip runter in die Bremse. Wenn ihr aus der Bremse rausfahrt, ist die Schiene natürlich so und die neigt sich dann wieder und in dem Moment dreht ihr euch natürlich wieder und dann kommt ihr seitlich wieder da rausgefahren und landet in der Station zum Aussteigen. Für mich ist Fly eine sehr gute Bahn, wahrscheinlich der beste Flying Coaster vom Flying-Gefühl, den es gibt auf der Welt. Gerade technisch ist es einfach super, super beeindruckend und viel, viel krasser noch als die B&M oder die alten Vekoma-Anlagen. Gerade der erste Moment, wo ich das erste Mal in die Station gegangen bin, mit diesem Zug, der da einfach komplett steht, das ist einfach total krass. Das ist super abgefahren. Dann kommt dazu, dass das Layout, je nachdem, wo ihr sitzt. Ich finde, bei Fly ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht, ob ihr ganz vorne sitzt oder ganz hinten sitzt oder in der Mitte. Ganz vorne habt ihr richtig gute Airtime, habt halt die perfekte Sicht, was in dem engen Bereich durch die lange Bahn, man fährt zigmal drüber, drunter, kreuz und quer, ist das super, super geil. In der Mitte ist halt für die Leute, die sich nicht sicher sind, ob sie das vertragen, weil da ist alles relativ ausgeglichen. Und ganz hinten, mein persönlicher Lieblingsplatz, wird es halt ein bisschen intensiver. Da habt ihr ziemlich gute Airtime-Momente, wenn ihr runtergezogen werdet. Und in den Kurven ballert das Ding halt ordentlichst. Aber das muss man mögen. Da kann ich auch verstehen, wenn viele sagen so, ey, nach einer Fahrt oder nach zwei Fahrten, du, ich bin da erstmal raus. Und genau das ist das, warum ich sagen würde, dass Taron immer noch die beliebtere Bahn ist. Weil Taron zum Dauerfahren halt wesentlich mehr Spaß macht. Fly ist aber einfach ein unfassbar krasses Gesamtprodukt, Gesamtkonzept in Ruckburg. Dieses gesamte Ding, ihr seid in dem Themenbereich, ihr vergesst wirklich, dass ihr noch im Phantasialand seid. Weil der ist in sich komplett geschlossen. Ihr habt auf der einen Seite das Hotel, auf der anderen Seite eine riesige Mauer. Ihr habt halt Fly da drin, ihr habt so viel, was passiert. Nebel, Geräusche, da kommt der Zug, da kommt der Zug. Das ist einfach phänomenal. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Das ist wirklich einfach phänomenal. Das Einzige, was meiner Meinung nach ein Ticken abfällt, ist halt in der Gesamtheit die Warteschlange, weil da zwischendurch halt Wellblechgänge sind und sowas. Das ist jetzt nicht so schön. Aber es ist halt, dieses Gesamtkonstrukt ist einfach super beeindruckend und super krass, weltweit einmalig. Und also, weiß ich nicht, also meiner Meinung nach muss man Fly mal gefahren sein, weil das ist ein Ding. Also ich meine, allein wenn du in den Themenbereich reinkommst und diese Welt öffnet sich, das sieht einfach so unfassbar beeindruckend aus. Als Vergleich würde ich da tatsächlich die Winkelgasse in den Universal Studios Orlando ranziehen. Natürlich nicht auf diesem Harry Potter magischen Niveau,
aber dieser Wow-Moment beim Eintritt in den Bereich, das ist quasi dasselbe. Das ist super, super geil. Die Bahn macht Spaß, ist für Wiederholungsfahrten jetzt nicht so sehr gut geeignet, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Meine Lieblingselemente bei den Bahnen sind natürlich die erste Rolle in den Airtime-Hügel rein über den Launch. Das ist immer ein super cooler Moment. Dann natürlich diese Kurvenkombination in den Drop in Launch 2 runter, nach Launch 2, ne, wenn man ganz oben ist und dann in der letzten Reihe so runtergezogen wird in diese Links-Rechts-Kurve. Das ist super intensiv, aber auch super spaßig. Und dann natürlich der letzte Airtime-Moment in die zweite Rolle rein. Das macht einfach nur Laune. Wie gesagt, ey, fahrt dahin. Fahrt ins Phantasialand, fahrt Fly. Es ist eine weltweit einmalige, super gute Achterbahn, die natürlich aufgrund der Liegeposition oder Flugposition nicht für jeden geeignet ist. Aber man sollte es einfach mal ausprobieren. Wenn ihr euch nicht sicher seid, fahrt in der Mitte. Wenn ihr Bock auf intensive Bahnen habt, dann fahrt ganz hinten. Wenn ihr die Sicht haben wollt, das perfekte Fluggefühl, fahrt ganz vorne. Ja, ich weiß nicht, was ich mehr sagen soll. Also die Qualität der Thematisierung ist natürlich super, super gut. Auch mit der Zeit kamen neue Themenobjekte dazu, wie Kisten, Tücher, Mäntel, Schuhe, die irgendwo rumstehen und so weiter. Also man hat den Bereich tatsächlich nochmal weiter gedacht, was ich sehr, sehr gut finde. Und ja, das soll es dann auch mit meinem Spotlight zu Fly gewesen sein. Das ist einfach, ich glaube, als Themenachterbahn gesehen, das Nonplusultra, was wir in Europa haben. Es ist eine super gute, technisch beeindruckende Bahn in einem mega hübschen Themenbereich, der einen epischen Soundtrack hat, wo einfach alles zusammenpasst und Laune macht. Natürlich ist da noch Verbesserungspotenzial nach oben, keine Frage, aber ey Leute, sowas schafft sonst nur Disney oder Universal, seien wir doch mal ehrlich. Und damit bin ich raus. Viel Spaß in den Freizeitparks dieser Welt, viel Spaß in Ruckburg auf Fly und wir sehen uns.